Danke, Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren hier auf der Galerie, zu Hause an den Fernsehbildschirmen. Ja, es geht um ein Volksbegehren, um ein sogenanntes Anti-Gender-Volksbegehren. Es ist so recht spannend, wenn man so manchen Rednerinnen hier zuhört. Wenn ich einmal ganz kurz in die ÖVP schauen darf, da waren jetzt zwei Damen hier heraus, die komplett das Gegenteil gesagt haben. Also die Frau Leging-Burceller, die sich ja voll Freude dafür ausgesprochen hat, dass gegendert wird. Die Kollegin Kugler, die das genaue Gegenteil gesagt hat, das muss diese Mitte sein, von der die ÖVP spricht. Wir bedienen alle je nachdem, wen wir rausschicken. Wir haben auf der anderen Seite gehabt eine Rednerin der SPÖ, nämlich die Frau Kollegin Schatz. Die hat sich bei der Frau Präsidentin bedankt für die Initiative, auch für die Initiative gegen Gewaltschutz. Aber Frau Kollegin Schatz, ich habe von Ihnen kein Wort gehört, dass Sie vielleicht etwas gesagt hätten zu Ihrem Kollegen Kollross. Der Kollege Kollross, das ist jener Abgeordnete, der zwar weniger erinnern ist, man trifft ihn mehr im Raucherbereich an, aber das ist jener Abgeordnete, der tatsächlich Vergewaltigungsfantasien geäußert hat. Er hat immer noch sein Mandat inne und er hat auch gesagt, er hat gepostet, weil er hat sich nämlich den Film Braveheart angesehen, ein Film, der im Mittelalter spielt, die meisten werden ihn wahrscheinlich kennen. Und er hat gesagt, er hat geschrieben auf Twitter, kann man eigentlich mittels Gemeinderatsbeschluss so ein Jus prima noctis für Bürgermeister beschließen lassen. Frage nur aus Interesse, keinerlei Eigeninteresse natürlich, mit einem Lachsmiley und schreibt dann unten, PS, sollte dies jemand lesen, der gerne im Keller lacht. Das ist so, das muss man sich schon genau auf der Zunge zergehen lassen. Es handelt sich hierbei um einen Joke aus kurzfristiger Langeweile. Meine Damen und Herren, das ist A, kein Joke. Das sind Fantasien, die kann man nicht haben, die kann man nicht schreiben, wenn man sie nicht hat. Das ist kein Joke und wenn man das nicht lustig findet, geht man auch nicht in den Keller lachen. Das sind Gewaltfantasien an ganz jungen Frauen und Mädchen. Und dieser Abgeordnete sitzt immer noch in seinem Mandat. Das ist aber genau jener Abgeordnete, der diese Gewaltfantasien hier öffentlich geäußert hat, für die Damen in der SPÖ kein Problem. Die Frau Kollegin Holzleitner hat gesagt, sie hat mit ihm gesprochen, alles gut. Hat sich aber ganz groß herausgemacht, als einmal ein anderer Abgeordneter hier eine sexistische Bemerkung über eine Politikerin gemacht hat. Das ist das zweierlei Maßmessen, das Sie hier an den Tag legen. So, und jetzt kommen wir zurück zum Volksbegehren. Das ist alles kein Thema, wenn es sich um einen aus Ihren Reihen handelt. Wichtig ist, dass gegendert wird. Gewaltschutz. Was haben die ermordeten Frauen davon, wenn gegendert wird? Gar nichts mehr. Sie haben nie etwas davon gehabt. Wenn man den Zeugenaussagen glaubt, dann sind die bestialisch diese drei Sexarbeiterinnen am Wochenende ermordet worden. Was haben die von ihrem Gendern? Gar nichts. Ja, die Frau Kollegin Holzleiter, melden Sie sich zu Wort. Sagen Sie etwas dazu. Sagen Sie endlich etwas dazu. Wäre Kickl noch Innenminister, ganz ehrlich, dann wäre der Mörder gar nicht hier in diesem Land erinnern. Es war ein illegal eingereister Afghane, der in Österreich nichts zu suchen hat. Das ist die Doppelzüngigkeit. Diese Gendersprache hat nichts anderes, als unsere deutsche Sprache zu verunglimpfen, zu zerstören. Das ist ein Eingriff. Sprache ist ein dynamischer Prozess. Das ist ein gewaltsamer Eingriff, um unsere Sprache zu zerstören. Und da sind wir strikt dagegen.